Hallo, jetzt kommt zu einem neuen Vlog. Irgendwie auf jeden Fall bin ich gerade aus Göttingen zurück. Den Vlog dazu könnt ihr euch gerne hier oben angucken. Und ansonsten muss ich halt gleich einfach noch so meinen Koffer ein bisschen auspacken und mein Zimmer ein bisschen aufräumen, weil ich bin gerade motiviert. Das heißt, ich muss es ausnutzen. Ich habe morgen Fahrstunde. Ich freue mich so, es ist meine dritte Fahrstunde. Okay, wieso bin ich immer so komisch, wenn es so spät wird? Ich weiß es nicht. Es ist so lustig. Ich habe in den USA so viele Listen gemacht, weil mir halt immer im Unterricht so langweilig war. Ich habe auch noch ein anderes Buch, da stehen noch viel mehr Listen drin. Ich habe wirklich für alles Listen. Und ich habe gerade meine Wunschliste gefunden. Und mir fällt immer wieder auf, was ich eigentlich für ein Konsumopfer bin. Nein. Ich werde euch nochmal ganz kurz zeigen, ich habe mein Gardekostüm wieder. Also nur ein Teil, ich habe bis jetzt nur den Unterrock und den Hut. Ich kann euch den Hut mal zeigen. Oh mein Gott, ich freue mich gerade so. Wir waren letztens beim Training. Oh mein Gott, guckt euch diesen Hut an. Das ist so genial. Oh mein Gott, wie lange hatte ich keinen mehr? Okay, soll ich ihn jetzt aufsetzen? Das sieht jetzt absolut lustig aus, aber... Moin. Ja. Ja, ich sage euch, ich war so traurig, als ich mein Kostüm abgeben musste. Wegen Ausnahme und so halt. Aber jetzt kriege ich halt wieder Neues. Also ich habe noch kein ganzes, aber es wird langsam zusammengesammelt. Und dann ist im November dann der Ball. Oh mein Gott, ist auch schon bald. Ah, ich freue mich, okay. Frohen Montag, würde ich sagen. Ich sehe schon wieder so fertig aus wie eigentlich immer nach der Schule. Es ist so schlimm. Aber ich hatte eben gerade auch noch Fahrstunde. Aber ich muss sagen, ich hatte heute meine dritte Fahrstunde und bis jetzt machen wir Autofahren. Hat irgendwie voll Spaß. Und jetzt muss ich gleich eigentlich mal mein Zimmer aufräumen, denn hier unten liegt auch immer noch mein Koffer von gestern, den ich noch auspacken muss. Und ich wollte eigentlich auch noch ein Video filmen oder keine Ahnung. Also ich habe immer noch den USA, den ich zu Ende drehen muss. Aber ich habe einfach keine Lust. Es ist so schlimm. Und ich schreibe halt am Freitag. Am Freitag, oh mein Gott, das geht mit dem Licht auch schon wieder nicht, ne? Geht, okay. Ich schreibe dann am Freitag auch noch Deutsch. Also eine Klausur und wir müssen eine Gedichtsanalyse schreiben, glaube ich. Und ich bin so ein bisschen so, kann ich das noch? Also wir sollten letztens schon einen schreiben, aber ich kann diese ganzen rhetorischen Figuren einfach nicht mehr. Deswegen denke ich mal, ich werde die, und die ganze Epoche kann ich auch nicht, also das wird lustig. Und deswegen muss ich jetzt halt mir nachher noch Karteikarten schreiben, um die ganzen rhetorischen Figuren zu lernen. Also das wird spannend. Ja. Ich muss noch meinen Kamera-Akku aufladen. Und dann wollte ich mal nach Vlog-Kameras gucken. Vielleicht finde ich irgendwo eine, die ja nicht ganz so teuer ist. Weil ganz ehrlich, diese Qualität rückt mich so auf. Deswegen, ja, ich glaube, ich gucke mal nach Vlog-Kameras. Und räume mein Zimmer auf. Und Filmvideo. Ja, eigentlich habe ich irgendwie mehr Lust, mich in mein Bett zu legen und nichts zu tun. Aber man kann nicht alles haben im Leben. Wir hatten heute Morgen übrigens auch noch SV-Sitzung. Das war auch richtig lustig. Also nicht wirklich. Wir haben halt nur, also die Schulchroniken sind jetzt da. Die sollen wir morgen verkaufen. Also, falls jemand noch mal in die Schule geht. Auf die Schulchronik. Ich hatte mir vorhin vorgenommen, so richtig produktiv zu sein, mein Zimmer aufzuräumen, meinen Koffer auszupacken, Video zu drehen, Video zu schneiden. Ja, da bin ich eingeschlafen, weil ich so müde war. Kennt das noch irgendjemand? Irgendwie nach der Schule bin ich immer so fertig mit der ganzen Welt. Aber jetzt bin ich gerade noch dabei, ein Video zu schneiden und dann, aber es ist auch jetzt ein sehr schönes Standbild. Nee, aber dann gehe ich nachher auch gleich schlafen, weil ich bin echt müde. Und morgen habe ich halt nur 6 Stunden und davon fällt irgendwie eine auch noch aus. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie verwirrt mich das alles ein bisschen, aber naja. Bekannter Spot hier morgens. Ich habe mir heute so ein Pullover angezogen und diese Hose sieht ein bisschen aus, als hätte ich ein Pyjama an, aber eigentlich sollte das stylisch sein. Ich weiß nicht, ob sie das ist. Moment. Ich bin wieder zu Hause und ich habe halt so eine, wie heißt es denn eigentlich, so eine lockerere Hose an. Lockerere ist auch ein komisches Wort. Also, keine Ahnung, wie die heißen, aber... So eine Hose hatte ich an und dann mein AFS-Pulli dazu, weil ich einfach heute Morgen nie wusste, was ich anziehen soll und irgendwie keine Lust hatte. Und dann stehen meine Fahrstunden übrigens. Ich hab morgen wieder Fahrstunden, oh mein Gott, ich freue mich so. Und hier steht mein Pullover. Und hier steht mein Koffer, den ich gleich noch packen muss. Und da ist noch eine Postkarte für meine Gasteltern, die ich noch schreiben muss, weil irgendwie habe ich das nicht hinbekommen. Ja, ich wollte es eigentlich im Zug machen. Und hier ist noch mein Organspendeausweis. Ich habe mich als Organspender angemeldet. Der wurde mir nämlich gestern, der wurde mir letztens zugeschickt von meiner Krankenkasse. Und ja, jetzt werde ich Organspender. Also hoffentlich nicht, aber ja. Und Schule ging heute eigentlich richtig klar, weil wir haben halt momentan so voll viele Erasmus-Leute bei uns. Also es gibt halt so... Also meine Schule ist halt eine Europaschule, das heißt, wir haben halt immer so verschiedene Austausche. Und momentan sind halt Leute aus Portugal, Spanien, Slowenien und Frankreich da. Wir haben halt irgendwie so ein Projekt zu Ökotourismus gemacht in den letzten 3 Stunden. Das heißt, ich hatte halt nur Englisch und 1 Stunde Geschichte. Deswegen, es ging voll klar. Meine Gruppe hat Klima und ich habe das dann nachher vorgestellt. Ja, das war eigentlich ganz chillig und ansonsten muss ich aber nachher nochmal in die Schule, weil die ganzen Länder dann halt so Vorstellungen haben und der 12. Jahrgang musste halt irgendwie dann auch so aufkreuzen. Und danach habe ich dann halt noch tanzen
Und das war es dann eigentlich auch schon wieder für heute. Also ich versuche jetzt mal nicht einzuschlafen. Und vor allem deswegen, ich habe gestern den ganzen Nachmittag durchgeschlafen und dann bin ich aber trotzdem noch relativ früh schlafen gegangen. Ich konnte auch direkt sofort einschlafen. Ich hatte gar keine Probleme. Ich könnte mich jetzt auch sofort wieder in mein Bett legen und weiterschlafen. Ich bin einfach so müde. Ich weiß auch nicht warum. Naja, vielleicht sollte ich mal irgendwie googeln, womit das so zusammenliegen kann, sodass man immer müde ist. Vielleicht irgendwie trinke ich zu wenig oder keine Ahnung. Ich glaube, ich trinke echt zu wenig. Guten Morgen. Ja, dann fahre ich gleich zur Schule. Freue ich mich auf jeden Fall richtig auf Schule heute. Nicht. Aber naja, wir haben 9 Stunden. Sonst gibt es eigentlich auch nicht so viel Neues. Ich laufe noch so mit dem Donut durch die Gegend. Ich bin gerade eben aus der Schule gekommen. Ich habe mir eben so einen Hühnernudeltopf gemacht. Und ihr könnt mir mal eben ganz kurz sagen, was ihr davon haltet. Weil irgendwie, jedes Mal, wenn ich mir solche 5-Minuten-Termine mache, denke ich mir am Anfang immer nur so, ja, ganz geil, habe ich Bock drauf. Und dann nehme ich so den ersten Biss und denke mir so, nicht so geil. Aber es ist Montag heute. Ich hatte eben gerade 9 Stunden. Wir haben heute Englischklausur geschrieben. Und danach haben wir noch ein Vokabeltest Spanisch geschrieben. Ich bin so müde jetzt. Aber es war die letzte Klausur von den Ferien. Deswegen bin ich jetzt eigentlich echt durch. Jetzt muss ich für morgen gleich nur noch Französisch machen und das war's. Ja, ich freue mich gerade echt. Und jetzt bearbeite ich erstmal ein Video, also das Video über Göttingen und dann stelle ich das online für morgen. Nee, Mittwoch. Naja. Und dabei esse ich meine 5-Minuten-Terrine, falls ich sie runterkriege. Alter, ich mag die irgendwie echt nicht. Mann! Also jedes Mal, wenn ich mir das mache, denke ich mir so, ja, ganz geil. Und dann mache ich so und bin so, nee, nicht so. Guten Morgen, ich stehe hier wieder an bekanntem Ort und Stelle. Und irgendwie sehen meine Haare heute aus, als hätte ich in die Steckdose gefasst. Ich weiß aber auch nicht, wie ich das fixen kann. Das hat jetzt nichts besser gemacht, egal. Jedenfalls ist heute der letzte Schultag von den Herbstferien und das könnte eigentlich schon, wenn ihr bei warte. Aber wir haben heute den letzten Schultag von den Ferien. Ich freue mich so auf Ferien, oh mein Gott. Ich stehe jetzt endlich auch mal auf. Okay, nein, ich bin schon länger aufgestanden. Ich habe schon geduscht, ich habe mich schon fertig gemacht. Okay, nein, ich muss mich noch schminken nachher, weil ich gehe noch in die Stadt mit meinen Freundinnen. Deswegen dachte ich mir, ich nehme das mal zum Anlass und film heute. Aber, auch übrigens, frag mich nicht, was da los ist mit meiner Haut. Irgendwie dachte die sich so, gut aussehen. Sehe ich gar nicht ein. Aber meine Mutter ist heute nicht da, also es kommt halt später erst wieder. Deswegen habe ich heute die große Ehre, dass ich Mittagessen kochen darf für meine liebe Familie. Und es ist jetzt irgendwie schon, wie spät? 20 vor 12, das heißt, ich sollte vielleicht langsam echt mal anfangen zu kochen hier. Zu kochen, das finde ich doch so krass. Ich meine einfach nur Kartoffelbrühe mit Spinat und Rührei. Also überschätzt mich jetzt hier lieber nicht. Mir ist gerade einfach aufgefallen, dass ich die Kamera die ganze Zeit Auf jeden Fall lief die Kamera die ganze Zeit und jetzt muss ich das gleich alles rausschneiden.